Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vor genau 3 Jahren, im Juni und im Juli 2010, haben wir hier in Nordrhein-Westfalen einen Koalitionsvertrag in Neuss beschlossen und das Wagnis einer Minderheitsregierung sind wir eingegangen. Vor 2 Jahren, im Mai 2011, in Emsdetten, haben wir gemeinsam für den Atomausstieg gestritten. Das Thema stand dort im Mittelpunkt. Und genau auf den Tag vor einem Jahr, nämlich am 15. Juni 2012, haben wir in Duisburg schon wieder einen Koalitionsvertrag, diesmal aber mit einer stabilen Mehrheitsregierung nach einem Turbowahlkampf gemeinsam beschlossen. Man kann nicht sagen, liebe Freundinnen und Freunde, dass es bei uns in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren langweilig zugegangen ist. Bundesweit wurden weitere Landtagswahlen gewonnen. Inzwischen 6 rot-grün regierte Bundesländer, das heißt 44 Millionen Menschen, werden inzwischen von Rot-Grün regiert. Vom Bodensee bis zur Nordsee braucht man nur einen kleinen geografischen Schlenker zu machen, um von einem Ende zum anderen nur durch rot-grüne Länder zu fahren. Preisfrage, welches Bundesland ist das? Silvia, du musst da noch nacharbeiten im Geografieunterricht. Es ist Hessen, aber auch dieser Umweg ist bald nicht mehr nötig. In diesen 3 Jahren haben wir in unserem Land viel bewegt. Die Beendigung des jahrelangen Gezerres um die Schulpolitik mit einem Schulfrieden, der sich bundesweit sehen lassen kann. Liebe Silvia, du hast mit deiner Beharrlichkeit erreicht, dass in diesem Land angefangen wurde mit mehr Chancengerechtigkeit für die Kinder. Das erste Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen, Windkrafterlass, Förderung Kraft-Wärme-Koppelung. Unser Klimaschutzminister Johannes Remmel hat auch hier Zeichen gesetzt. Abschaffung der Studiengebühren für mehr Bildungsgerechtigkeit. Die Demokratieoffensive mit Stärkung der direkten Demokratie auf kommunaler und auf Landesebene. Wir haben gezeigt, nein, wir hier in NRW, wir haben keine Angst vor dem Bürger. Bei uns dürfen alle mitreden. Der Stärkungspakt für die Kommunen. Wir helfen den Kommunen konkret, raus aus der Schuldenfalle zu kommen, schaffen mehr Handlungsfähigkeit. Das Nichtraucherschutzgesetz mit unserer Gesundheitsministerin Barbara Steffens und vieles mehr. Wir haben in Nordrhein-Westfalen gezeigt und können das in diesem Wahlkampf auch sehr selbstbewusst mit dieser Bilanz sagen, eine ökologischere, eine gerechtere Politik ist nicht nur möglich, sondern sie ist nötig und das jetzt über die Ländergrenzen hinaus. Ja, wir haben uns noch eine Menge vorgenommen hier in Nordrhein-Westfalen und es liegen auch riesige Herausforderungen vor uns, aber gerade die haben bei uns auch sehr viel mit diesem Datum, mit dem 22.09. zu tun. Nicht weniger als eine politische Richtungsentscheidung steht an. Wir haben hier heute auf der Bühne eine Mauer aufgebaut, eine schwarz-gelbe Mauer mit vielen Steinen. Diese Mauer, liebe Freundinnen und Freunde, steht für die schwarz-gelbe Blockade, für die dringend benötigten Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Diese Regierung, diese Blockade schadet Klima und Wirtschaft, indem sie Investitionen behindert und blockiert. Mit dieser schwarz-gelben Blockade werden die Kosten der Energiewende auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt, die Marktmacht der Großkonzerne gesichert, anstatt auf Dezentralität in der Energieproduktion zu setzen. Diese Blockade steht dafür, dass in NRW marode Brücken weiterverfallen, notwendige Investitionen im Personennahverkehr nicht passieren, der Schienenausbau, der Mittel fehlen, Güter von der Straße auf die Schiene zu setzen. Wenn nicht umgesteuert wird, wird sich diese Politik fortsetzen. NRW darf auch in der Verkehrspolitik nicht weiter abgehängt werden. Wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, und die brauchen wir für die Energiewende, 1/5 der Emissionen wird vom Verkehr erzeugt, dann müssen wir Schluss machen mit teuren und überdimensionierten Prestigeobjekten. Wir wollen eine Verteilung der Mittel nach Bedarf, nicht nach Himmelsrichtung und Proporz. Diese Blockade steht auch dafür, und das hat der Mitgliederentscheid gezeigt, dass unsere Partei hier einen ganz großen Schwerpunkt im Wahlkampf setzen will. Diese Blockade steht auch dafür, dass Umweltschutz, dass Tierschutz, die Gesundheit der Bevölkerung hinten angestellt wird, wenn es um den Profit geht durch immer größere Mastanlagen. Diese Blockade verhindert ein klares Nein zur Gefährdung unserer Umwelt durch Fracking. Vor Ort
gegen Fracking protestieren. Es gibt da einige CDU-Kandidaten, die das ohne rot zu werden machen und in Berlin blockieren. Das verlogene Spiel der CDU werden wir im Wahlkampf hier in Nordrhein-Westfalen entlarven. Diese Blockade steht Stein für Stein auch und gerade für eine zynische Ignoranz, liebe Freundinnen und Freunde, des Auseinanderdriftens unserer Gesellschaft in Arm und Reich gegenüber. Und es interessiert offenbar hinter dieser Mauer niemanden, dass unsere Gesellschaft immer undurchlässiger wird, Chancengerechtigkeit geht verloren oder dass sich die Schuldenspirale in unseren Kommunen immer weiter dreht. Diese Blockade steht dafür, dass sich in diesem Land gleichgeschlechtliche Paare ihre verfassungsgemäßen Rechte Stück für Stück beim Bundesverfassungsgericht erkämpfen müssen. Mit uns wird diese eines Rechtsstaats zutiefst unwürdige Politik beendet am 22. September. Und diese Mauer steht für das ignorante Leugnen, dass wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Mammutaufgabe, eine Schuldenbremse in 2020 zu erreichen, nur werden bewältigen können, wenn es statt aktionistischer Wahlgeschenke oder Klientelpolitik Mehreinnahmen und einen neuen gesellschaftlichen Lastenausgleich gibt. Die rund 30 Milliarden Euro, die Frau Merkel mal eben gerade als Wahlgeschenk so über die Theke gereicht hat, kommen ja noch nicht einmal denen zugute, die es am dringendsten nötig haben. Und dazu kommt, wir werden in Nordrhein-Westfalen mit diesen 30 Milliarden, mit umgerechnet 2,8 Milliarden Euro, würden wir belastet werden. Liebe Freundinnen und Freunde, bei uns gibt es keine ungedeckten Schecks. Wir lassen Länder und Kommunen mit ihren Schulden nicht allein und sagen aber auch ehrlich, wie wir das finanzieren wollen. Und 70% der Bevölkerung bei der letzten Umfrage steht hinter diesen Steuereinnahmen, wenn wir sie denn genau in diese Projekte für mehr Gerechtigkeit stecken. Und das können wir und werden wir im Wahlkampf selbstbewusst rüberbringen. Ja, es ist, die Beispiele zeigen, es ist wahrlich eine Richtungsentscheidung, vor der dieses Land steht. Lasst uns, liebe Freundinnen und Freunde hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind gut geübt durch die letzten Landtagswahlkämpfe. Lasst uns mit demselben Schwung, mit dem wir hier in Nordrhein-Westfalen für einen Politikwechsel gekämpft haben, lasst uns genauso erfolgreich und engagiert für den grünen Wandel in Berlin kämpfen. Glaubwürdig, selbstbewusst, geschlossen und mit starken Inhalten. Ich freue mich mit euch auf den Wahlkampf.